Oh mein Gott, diese letzte Episode von Masamune no Revenge. Absolut geniales Ende. Wo Aki zu Masamune sagt, kannst mich dann einfach küssen, damit zu zeigen, dass du mich wirklich magst, mich wirklich liebst. Also, ich finde wirklich, die Richtung, die der Anime geht, ist dabei absolut genial. Mir gefällt's. Und ich hoffe halt wirklich, dass ich habe den Manga nicht gelesen oder die Light Novel, Manga oder Light Novel, je nachdem. Ich bin mir nicht sicher, von was der Anime ausgeht. Ich habe das nichts davon gelesen, aber ich hoffe halt mal, dass es im Endeffekt so enden wird. Hoffe, dass Masamune sich einfach in Aki ebenfalls verliebt und diese ganze Revenge, diese ganze Rache einfach komplett vergisst. Das ist irgendwie so die Hoffnung, die ich habe und irgendwie der Grund, warum ich den Anime denn überhaupt nach der ersten Folge weitergeschaut habe. Aber davon abgesehen, weiter zu der Episode. Ich weiß nicht, so am Ende der letzten Episode wusste ich nicht, okay, wie geht es jetzt weiter? Und ich fand mir das ist okay, dass das Ganze in der Episode größtenteils aufgelöst wurde, dass er plötzlich Ende der letzten Episode umarmt wurde von Neko, umarmt wurde und dachte sich, okay, what the fuck, wer ist das überhaupt? Und in der Episode wurde es erklärt, dass sie ihn angeblich kennt, flüchtig gesehen hat, als er ihr geholfen hat und eine kleine Spende abgegeben hat, zu was auch immer sie eine Spende haben wollte, gesammelt hat und ihr dann seine Jacke umgegeben hat und gegangen ist und aus dem Grund ist sie ihm dankbar. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so im ersten Moment, okay, das kann sein, könnte sein, dass das Masamune gemacht hat. Aber es passt nämlich nicht hundertprozentig zum Charakter. Vielleicht in einer Ausnahmesituation, so nach dem Motto, er kennt die Frau ja nicht, er kennt das Mädchen nicht, dass er dann vielleicht out of character haben muss. Unwahrscheinlich, aber möglich. Und dann sagt er selbst, okay, nein, das kann nicht sein, das war ich nicht, weil zu der Zeit war ich noch immer übergewichtig und das war vor 3 Jahren und das geht nicht. Und als er sie dann fragt, okay, warum soll das, warum erzählst du eine offensichtliche Lüge, war mir klar, dass sie selbst weiß, dass er es nicht war. Also, er hat wahrscheinlich ihre eigenen Gründe, warum sie das macht, warum sie das sagt. Und ich hoffe, das wird noch in den nächsten Episoden behandelt. Weil, finde ich einfach die Richtung echt gut, ich finde es echt toll, dass sich mit Masamune und Aki was entwickelt. Ich hoffe, dass es in eine ernsthafte Richtung geht und bin echt schon gespannt auf die nächste Folge. Und natürlich war Yoshi nur wieder absolut genial, dass ihn einfach mit einer Softgun einfach abballert. So, am Anfang, wenn das am Anfang gekommen wäre, in den ersten Episoden, okay, hätte ich mir gedacht, okay, wer war das? Wer könnte das gewesen sein? Aber, nee, so. Spätestens ab der Folge, klar, das muss ja schon gewesen sein, absolut genial, wie sie ihn da einfach abgefeuert hat. Ja, das war echt eine geniale Szene, fand ich echt lustig. Und wie gesagt, ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Lasst mich wissen, wie ihr die Episode fandet in den Kommentaren unten. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao!